Ja, hallo liebe YouTube-Freunde, ich bin's wieder Andreas von Purklang, hier aus meiner Werkstatt in Kempten, etwas eingestaubt vom Holzstaub hier von meiner Arbeit. Das, was ich mit euch heute hier machen will, hat nichts mit Holzstaub zu tun, aber mir kam gerade die Idee, dass ich ein ganz kleines Instrument so zwischendurch bauen könnte, das ihr verwenden könnt, zum Beispiel, ja, wenn ihr einen Kindergeburtstag feiert oder irgendwas oder ihr mit Kindern irgendwelche Instrumente bauen wollt, dann ist dieses Instrument dafür wunderbar geeignet, denn es handelt sich um ein kleines Saxophon, also ein kleines Instrument, das wie ein Saxophon klingt und das mit einfachsten Mitteln zu bauen ist. Und das Tolle daran, ihr baut es aus einer Flöte und zwar aus einer Kavala. Ich habe euch in einem alten Video mal gezeigt, wie man eine Kavala, also diese orientalische Flöte hier aus Kunststoff bauen kann, wie man die Löcher berechnet. Ja, und es ist nur ein Plastikrohr mit oben so einer angeschliffenen Kante. Und der Vorteil ist, ihr könnt diese Flöte entweder so spielen als Flöte oder ihr könnt daraus sogar ein kleines Kindersaxophon bauen. Ja, und wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. Normalerweise bräuchtet ihr für so ein Saxophon oben diese Kante nicht anschleifen. Ja, ihr könnt euch diese Arbeit sparen, diese Kante anschleifen, wenn ihr es nicht als Flöte benutzen wollt, sondern wirklich nur als Saxophon, braucht ihr diese scharfe Kante im 45 Grad Winkel nicht. Wer aber sagt, ich will da auch mal Kavala drauf spielen, und Kavala ist eben diese Flöte, wo man über diese Kante spielt. Ja, also eine orientalische Flöte. Wer aber sagt, na, die Flöte brauche ich nicht, ich will nur ein Saxophon, der lässt diese geschliffene Kante einfach weg und macht sich nur diese Lochreihe. Und wie man die macht, wie gesagt, das findet ihr auf dem Bauvideo für die Kavala, habe ich euch am Ende des Videos verlinkt. So, jetzt fangen wir an mit dem Bau des Kindersaxophons. Okay, viel Spaß dabei. Also, was ihr zuerst braucht für dieses Saxophon, ist ein Draht. Dieser Draht, den ihr hier seht, ist ein ganz normaler verzinkter Draht. Besser ist, ihr habt einen Draht aus dem Gartenmarkt, der mit Kunststoff umwickelt ist, weil man den Draht hinterher in den Mund nimmt, beziehungsweise nicht den Draht direkt. Aber wenn es mal passiert, dass man im Mund kriegt, dann schmeckt es eben nicht so metallisch, sondern habt halt eine Kunststoffummantelung. Ich habe gerade keinen anderen Draht, also nehmt einfach den ihr habt. Aber er muss etwas dicker sein, so ungefähr 1,5 bis 2 mm Stärke. Ja, und von der Länge ungefähr 24 bis 25 cm lang. Mit dem fangen wir jetzt an. So, diesen Draht biegen wir jetzt an eine Tischkante. Erstmal einfach mal mittendurch, der Länge nach, genau in der Mitte einmal falten, und zwar, dass so eine Zunge entsteht. Muss nicht sonderlich schön sein, ja. Also es geht hier nur wirklich um ein einfaches Instrument. So, seht ihr? So, dass eine Zunge entsteht. Ja, und die klappen wir jetzt hier nochmal um. Das heißt, jetzt lassen wir hier ungefähr circa, ja, ungefähr so 7 bis 8 cm. 7 bis 8 cm lege ich jetzt einfach ein Holz drauf und klappe das jetzt hier um. Wichtig ist dieses Holz, dass wenn ihr mit Kindern arbeitet, dass die Kinder sich nicht an den Spitzen vom Draht verletzen können. Also hier dieses Holz drauf, dann geht es ziemlich gut zu machen. Und jetzt biegt ihr das noch ein bisschen mehr, dass ihr also nicht direkt einen 45 Grad Winkel habt, sondern etwas mehr. So, dass es so leicht nach unten geht. Seht ihr das? Also es soll kein 45 Grad Winkel sein, sondern ein kleines bisschen mehr. So, und so biegt ihr jetzt mal diesen Draht. So, jetzt geht's weiter. Jetzt brauchen wir das Teil, mit dem wir natürlich den Klang von einem Saxophon erzeugen. Und was ist das? Etwas, was man überall bekommt. Manchmal kriegt man sogar kostenlos an der Kasse im Supermarkt. Und was ist das? Wer weiß es? Was kriegen Kinder an der Kasse vom Supermarkt? Einen Luftballon. Ja, das ist schon alles. Und was machen wir mit dem Luftballon? Wir schneiden jetzt ungefähr ein Drittel oben ab. Also das lassen wir stehen und oben ungefähr ein Drittel mit der Schere abschneiden. Ja. Also es geht nicht ganz genau, ihr könnt auch Mitte nehmen. Ungefähr so viel. So viel wird abgeschnitten. Ja. Das mache ich jetzt hier. So. Und dann sieht er so aus. Ja, also ein kaputter Luftballon. Nach Saxophon klingt das noch nicht. Aber macht auch nichts. Klingt schon ziemlich gut. So. Und was wir jetzt machen, jetzt haben wir hier die Flöte. Jetzt machen wir oben drauf diese Kappe drauf. Ja, so hier drauf, so. So kommt die jetzt hier drauf, aber nicht nur die Kappe, sondern gleichzeitig auch
gleichzeitig auch, zeige ich euch gleich, braucht man einen Tesa. Ich habe jetzt gar keinen Tesa hier, ich habe nur so einen Tesa Crepe, aber mit dem geht es genauso. Ist nicht sonderlich schön, aber es funktioniert. Also immer darauf achten, wo ihr die Löcher habt vorne. So, so kommt es jetzt hier drauf, so dass das, der dicke Teil vom Luftballon, dass der noch ein bisschen über der Kante steht. Ja, also nicht so weit runterziehen, nicht so, das wäre zu viel, sondern ein Stück höher noch. So, dann das oben, seht ihr das hier so, so dass man oben von dem dicken Teil vom Luftballon, dass man da noch ein bisschen, dass da was bis über der Kante drüber steht. Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Ja. So, aber so ganz genau geht es auch nicht. Und jetzt kommt hier diesen Draht, den wir gebogen haben, der wird jetzt hier hingemacht. So, war gerade ein kurzer Schnitt. Muss gerade unterbrechen, mein Hund ist gerade aus dem anderen Zimmer gedackelt. Muss ihn gerade wieder zurück tun, dass er nicht hier im Haus rumspringt, weil ich hier in so einem Industriegebäude bin. Also jetzt nochmal, also hier der Luftballon oben drauf, dann hinten den Draht hin und der wird jetzt einfach hier etwas niedriger als die Kante. Hier seht ihr die Kante und der Draht soll ein klein bisschen niedriger kommen als die Kante. Und so wird jetzt einfach mitsamt dem Luftballon da hinten hingeklebt. Ich mache das jetzt mal und zeige euch einfach, wie das Ganze dann fertig aussieht. Das ist also nicht allzu schwer. Also, jetzt sieht das Ganze so aus. Hier vorne die Löcher und auf der Rückseite, vorne die Löcher, auf der Rückseite hinten die Zunge, der Draht. Und der Winkel, wie gesagt, soll leicht nach unten zeigen. Jetzt nehmt ihr oben diesen Luftballon und geht hier durch diesen Draht durch. Und jetzt klappt ihr diesen Luftballon hier hinten drüber. Zeige es euch mal von der Seite. Einfach hier so drüber klappen, dass unten so eine Öffnung entsteht. Ja? Ganz, ganz einfach, ist nicht schwer. Seht ihr, dann sieht, habt ihr unten die Öffnung vom Luftballon, unten sieht man den Draht, der ist nur nach oben geschwillt. Jetzt kann ich hier von unten reinblasen. Ja. Das mache ich jetzt gescheit und dann zeige ich euch, wie das Instrument klingt. Ja, jetzt habe ich das Instrument zurechtgebogen, wie ihr sehen könnt hier. Dieser Winkel ungefähr soll dieses Instrument, soll dieser Draht haben. Und das hat eben den Grund, damit oben der Luftballon richtig schön auf dieser Kante von diesem Plastikrohr aufliegt. Und ihr könnt es hören, es entsteht eine Membrane. Wenn jetzt die Luft hier reingeht, drängt sich die Luft zwischen diesem Luftballon und zwischen dieses Plastikrohr zwischendurch und bringt die Membrane zum Schwingen und dadurch entsteht eben der Ton. Wenn ich den Draht zu weit nach oben gebogen habe, ist hier leicht offen und der Ton wird nur sehr, sehr schwach, weil die Membrane sehr träge schwingt. Wenn ich den Draht zu weit nach unten biege, kann es sein, der Ton wird zu hoch und passt nicht zur Tonleiter. Und außerdem müsst ihr sehr fest reinpusten, um überhaupt einen Ton hinzubekommen. Und da müsst ihr einfach so lange rumexperimentieren, den Draht immer nach oben biegen, nach unten biegen, so lange bis der Ton stimmt und bis auch vom Spielgefühl her einfach der Druck angenehm zu spielen ist. Müsst ihr einfach ausprobieren. Was ich hier noch sagen muss, diese Flöte hat keine komplette Oktave. Ich habe hier vom C, kann von C spielen bis H. Wenn ihr eine komplette Oktave spielen wollt, dann müsst ihr hier an der Rückseite noch ein Daumenloch bohren. Also hier hinten einfach ungefähr 1 bis 1,5 cm nach oben gehen und dann hier hinten noch ein Daumenloch machen. Dann hättet ihr eine komplette Oktave, die ihr spielen könntet. Da das aber eine Kavala ist und die überblasen wird, damit man in die zweite Oktave kommt, fehlt hier natürlich das Daumenloch. Okay, das solltet ihr vielleicht dazu wissen, falls ihr eben komplette Oktave spielen wollt, weil diese Saxophon kann man nicht überblasen. Da geht wirklich nur eine Oktave, mehr nicht. So, jetzt spiele ich euch was drauf vor, dass ihr einfach mal hört, wie dieses Instrument klingt. Da. Jetzt praktisch die nächste Oktave. Thank you.
so klingt dieses kleine Instrument. Also, ich wünsche viel Spaß beim Nachbauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.